Ich wollte euch nur ganz kurz Bericht erstatten, denn ihr wisst ja, ich habe ja morgens nie so viel Zeit, denn ich vergesse das sonst. Ich habe ja mir gestern die Foundation geholt von Catrice, die 010 Even Vanilla, und die ist so gut, ich brauche nicht mal mehr Concealer. So gut deckt das ab. Steht auch drauf, dass das wirklich extrem gut abdeckt. Sie deckt sofort Pigmentflecken, Unebenheiten und Rötungen ab. Und hinterlässt ein seidig mattes Finish bereits nach 8 Wochen. Ja, das ist super. Und jetzt gerade eben, sowas mag ich ja gar nicht, ne? Das mag ich ja überhaupt nicht. Wenn Sachen leer sind oder leer gehen und sich dann auch noch das hier löst. So, ich habe aber, weil ohne dem Essence All About Mattpuder kann ich ja nicht leben, schon Nachschub organisiert. So, jetzt muss ich mich aber schnell fertig machen. Und bis gläubig. Wieso ist das unter der Kaffeemaschine schon wieder so nass? So, ich wünschte, man könnte das jetzt erkennen, wie die Foundation wirkt. Aber in der Kamera kann man das überhaupt nicht erkennen. Das ist nur, das sieht auch in der Kamera total alles anders aus, auch wie ich geschminkt bin. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Hier sieht es immer aus, als ob da gar nichts ist. Aber das sieht gar nicht so aus. Naja, auf jeden Fall ist die Foundation richtig, richtig gut. Oh, der Zettel muss noch weg. Ich klebe mir hier immer an die Tür so Zettel, damit ich, da steht jetzt Käse drauf, damit ich das nicht vergesse. Habe ich aber schon eingepackt, weil wir nämlich nichts mehr auf dem Brötchen haben bei der Arbeit. So, bist du angezogen? Ja. Nicht, dass du hier gleich im Hintergrund nackig langläufst, aber es ist ja schon 8 Uhr. Bitte? Ja, ist er. Er ist angezogen. Der Mülleimer, da geht mir sowas von auf den Senkel. Jedes Mal, ich muss nur diese Seite berühren und einfach nur kurz da dran kommen oder die aufmachen, dann springt die Seite auf. Aber Mülleimer sind so schweinemäßig teuer. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass die so teuer sind. Müssen wir mal bei Amazon gucken, ne? Ob die da was Günstiges haben. Ich bin schon fertig. Was kann man dann noch eben am frühen Morgen um 8 Uhr erzählen? Ich habe gestern Abend ja Daniela Katzenberger geguckt. Und Lukas, heißt jetzt Lukas oder Luca? Lukas Cordalis. Muss ich ja sagen, finde ich ja echt gut, ne? Daniela Katzenberger finde ich ja gut. Aber was danach kam, habe ich mir auch noch angeguckt. Einfach, weil nichts anderes drauf war. Und zwar Sarah und Pietro im Wohnmobil durch Italien. Die beiden sind sowas von albern. Ich meine, wir sind ja auch oft albern, ne? Aber die sind so, das ist so lächerlich. Nee, ich sag da gar nichts mehr zu. Das war nicht schön. Und ich habe das ganz komplett zu Ende angeguckt. Ich dachte, das kann doch nicht. Das muss doch gleich nochmal besser werden. Habt ihr bestimmt, der ein oder andere hat es bestimmt auch gesehen. So wie dieser junge Mann, der guckt sich immer alles an. Daniela Katzenberger, Sarah und Pietro, Hanni und Nanni, Max und Moritz, Susi und Strolch. Du, sag mal, wo ist eigentlich dein blauer Pullover? Den hast du schon seit ein paar Videos nicht angehabt. Ist der noch heile? Nee, hab ich kaputt gemacht. Ja, das wundert mich, weil du den normalerweise immer anhast. Dann fragst du schon immer, ist mein blauer Pullover sauber? Den hast du falsch gewaschen. Wieso? Ja, weil du falsch gewaschen hast. Wie falsch? Ich sitze nicht mehr, hast du kaputt gemacht. Nee, das stimmt nicht. Stimmt wohl. Den wasche ich immer bei 30 Grad, damit da nichts mit passiert.
Du, Stinker. Ich bin begeistert. Siehst du den Unterschied jetzt mit dem Concealer, mit der Foundation? Ich hatte hier so, ich weiß nicht, ob das jetzt am Alter liegt, aber das war hier so bräunlich. Die Haut war so bräunlich und das ging nicht mehr weg. Und jetzt. Waschen sich dann. Wie bitte? Normale Menschen waschen sich dann. Andere kaufen sich für 8 Euro ein. Geht's noch? Ich bin so bescheiden, was Make-up angeht, ne? Ganz ehrlich, weißt du, was andere dafür ausgeben? Ist mir egal, was andere dafür ausgeben. Ist mir egal. Also andere. Andere. Früher auch immer, ne? Der darf aber lange, länger raus. Der darf aber die ganze Nacht wegbleiben. Andere durften. Wenn du die ganze Nacht von der Brücke springst, springst du auf dem Heck? Andere durften immer. Ja, der Spruch, das hat mein Papa auch immer gesagt. Andere durften immer alles. Mein Papa hat auch immer gesagt, wenn andere vom Turm springen, springst du da auch runter. Wer ist denn andere? Da habe ich immer gesagt, ja. Andere? Oder wenn ich immer gesagt habe, ich will das und das haben. Dann hat Papa auch immer gesagt, ja, muss Augen zumachen, das, was du dann siehst, das ist deins. Dann habe ich die Augen zugemacht, habe ich immer gesagt, ein Haus, ein schönes Auto. Bis morgens um 8 Uhr Party machen. So, wir starten in den Dienstag, nehmen euch mit und wünschen euch viel Spaß. Are you ready? Steady? Mich scheuchen, aber selber nicht in Wallung kommen. Viel Spaß. Hopp, hopp. Bis Sperrmüll kommt. Ja, so, aber das musst du doch anmelden. Du, vielleicht wissen die nicht, wohin damit. Ja, du kannst es doch nicht einfach eine Straße schreiben. Was machen wir zwei beiden jetzt schön? Wir zwei beiden? Wir gehen zu den Chinesen. Wir gehen jetzt schön essen. Ich habe um 3:30 jetzt heute frei. Ist zwar nicht die Welt, aber okay, ist 2 Stunden eher, ne? Kann man sich schon mal ein bisschen was vermachen. 3:30 oder 5:30. Und dann gehen wir erstmal zum Chinaman. Guck, man sieht dich gar nicht. Und dann müssen wir noch zu DM. Und da werden wir wahrscheinlich noch so ein Stündchen verbringen, oder? Stündchen? Du hast ja deinen Zettel, der ist ja schon wieder überfüllt da, ne? Ja. Der ist ja schon wieder ein bisschen was drupp, du. Eigentlich egal, ob ich eine Kapuze auf habe, weil mein Dutt ist so, wie sieht eigentlich immer gleich aus. Ne? Das ist der Vorteil. Ja. So, ich stehe da all. Ist ja automatisch auf. Sieht gut aus. Nee, ich muss zum Friseur sagen. Nein, komm nicht so lang. Ich hab dir das ja gesagt, ich kann den schneiden. Ja. Hätte ich gerne mal lieber. Warum? Nee, also. Dann wird alles krumm und schief. Nö. Doch, das ist nicht einfach nur gerade abschneiden. Ja. Zum guten Appetit, ne? Danke. Das ist aber lecker, ne? Das sieht schon gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh, ist dir mittlerweile egal, ne? Mhm. So. Sehr lecker. Und nun gehen wir zu DM. Vielleicht kann man es im Hintergrund. Ne, da ist Sportmann. Ist hier irgendwo. Ist hier irgendwo eine Ruheecke? Was für eine Ecke? Eine Ruheecke. Ruhe? Ja, damit ich kurz mal in meine Beine lang machen kann. Kannst du hier gleich machen? Ja? Mhm. Oder eine Ecke. Kannst du hier machen. Dafür sind die Bänke extra gedacht. Das fällt jetzt auf mich zurück. Ich hab dir keine Manieren bei. Das ist so viel, das kannst du nicht tragen. Das fällt auf deine Mutter zurück. Hä? Wieso? Nee, Sabine, so, und soll ich euch mal sagen, warum ich dich jetzt rausgelassen habe? Okay, jetzt kommen noch welche, aber hier waren gerade. Hier war niemand. Hier saß niemand gerade. So, und ess die eine Tomate doch noch im Auf. Dräng mich nicht so. Ist die jetzt auf? Ja, Mama. Diesen einen Knorpel hier, das,
Sieht das ekelig aus. Nee, es war aber lecker. Das ist jetzt nur der Rest vom Schützenfest, ne? Das ist immer so, wenn die Teller leer sind. Sehen die nicht mehr so appetitlich aus, wie bei dem Erhaltenen. Ja? Boah, aber dies riecht... Aber dies riecht richtig gut, ne? Ja. Dann nimm das mit. Darf ich meine Sachen auch bei dir in deinen schönen Einkaufswagen stellen? Wenn es sein muss. Aber der ist getrennt. Der ist aber groß. Ja, aber achte drauf, dass das getrennt bleibt. Ja, ich brauche nur so eine kleine Ecke. Okay. Obwohl, wir werden gleich sehen, was da zusammenkommt. Wahrscheinlich wird es nicht bei der kleinen Ecke bleiben. Ich wollte gerade sagen, das kann nicht sein, dass du nur jetzt eine kleine Ecke. Kleine Erfrischung für Sie? Ja. Ja? Bitte schön. Danke. Ist da Schuss mit drin? 2,95 bitte. Schuss mit drin? Ja. Kannst du ihn festhalten? Ja. Also unseren erfolgreichen Einkauf heute. Okay. Ich finde es aber nicht gut, dass die hier den Sekt, dass man hier aus solchen Bechern den Sekt trinken muss. Das finde ich nicht so schön. Es war wirklich angenehm, mit dir mal hier durchzustöbern. Mhm, finde ich auch. Und das zum Abschluss dann, den Abschluss damit zu krönen, dass wir hier ein Gläschen Sekt hochkommen. Na. Ein 1800. 23er. Wie lange gelagert? 1823. Nicht schlecht. Mhm. Muss man sich noch ein Tröpfchen gönnen? Oder? Möchten Sie noch mal ja, probieren? Ja, möchte ich wohl. Von dem Weißen vielleicht noch mal? Ja. Der Rote ist ein bisschen sehr süß, ne? Ich muss doch fahren. Ja, komm, Vorsicht. Vorsicht. Wir müssen ja einmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Prost. Wollen Sie auch gerne mal mit mir anstoßen? Kommen Sie rein. Sie guckt so skeptisch. Rot. Ja, sie kann es nicht glauben, dass hier nee. Sekt und Wein. Rot, weiß, das ist kein Problem. Mhm. Haben alles da. Mhm. Vielleicht ein O-Saft? Nee, ist nicht schlimm. Du, die möchten. Ja, du kannst den Leuten nichts aufzwingen. Die sind hierher gekommen zum Einkaufen. Die haben nicht damit gerechnet, dass es hier sowas heute gibt. Egal, wir nutzen das aus. Ja, als Stammkunden kann man sich das genau. Machen, ne? Meinst du, die geht wohl? Das ist so ein bisschen so heiti-teiti, ne? Ich gehe gleich wieder mit meinem 1823er Wein auf die Yacht. Moin, ich bin wieder zu Hause und ich habe, das werdet ihr mir wahrscheinlich nicht glauben, bei DM nur 13,50 Euro ausgegeben. Ich wollte ja eigentlich nur diese Tücher kaufen, aber das war mir klar, dass ich das nicht schaffe. Und jetzt habe ich mir mitgenommen von Ebelin einen Lidschatten-Concealer-Pinsel. Den habe ich so noch gar nicht gesehen in dieser Form. Den habe ich mitgenommen. Dann, wie gesagt, meine Allzweck-Tücher mit dem Duft Zitrone-Grapefruit. Die riechen richtig lecker. Wenn man die benutzt, riecht die ganze Küche danach. Und ich nehme die immer für Kaffeemaschine mal eben abwischen oder Wasserhähne. So für zwischendurch. Es ist echt super. Dann habe ich mir ein Körperspray mitgenommen mit dem Duft Vanille. Mal gespannt. Das werde ich gleich benutzen, denn ich gehe gleich duschen. Dann von P2 ein Highlighter. Den habe ich schon ausprobiert. Der ist richtig cool. Und zwei Lippenstifte für, ich glaube, jeweils 1,95. Und dann habe ich mir einmal so einen etwas dunkleren. Das ist die Nummer 10. Und einmal so ein Rosé. Die Nummer 6. Ja, und das war's. Und jetzt werde ich schön duschen gehen. Ja, Manuel hat das Auto jetzt oder bringt das Auto jetzt gerade in die Werkstatt. Und mal gucken, wie lange das noch so dauert. Und dann gehe ich jetzt duschen, würde ich mal sagen. Und benutze das Vanille-Spray. Mal gucken. Bin echt gespannt. So, 10:30, du bist auch endlich wieder da, ne? Und ich habe noch nicht mal geduscht. Ja, ich riech das. Du, Mann, ich habe mir Sorgen gemacht und du... Jetzt war ja so lange noch
jetzt bei der Arbeitskollegin und die hat mir jetzt voll niedlich einen kleinen Osterhasi. Eine Hasentasche. Und warum? Weil du so lange weg warst? Ja, eine Hasentasche. Oh, Lütchen. Da kannst du auch Sachen reintun. Und dann kannst du so. Da kannst du deinen Concealer reinmachen. Genau, oder. Und deine Wimperntusche. Dein Deo. Ne? Du. Ja. So, nun ist gut, nun wirst du albern hier. Komm. Solche wir Sachen sagen tschüss, ich gehe jetzt noch duschen, 10:30. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Oder zeige ich mich noch kurz. Mit leisem Auto. Ja, Auto ist wieder in Ordnung, ne? Ach, komm. Ich zeig mich noch kurz. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss mit Ö.